Panorama da herum ist einfach traumhaft. Ja, da schauen sie uns zu beim Gehen. Wenn sie denken, sind sie das für Deppen. Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder mal im Kaisergebirge unterwegs. Und zwar gehen wir heute auf der Ümmerer Halt über den Kaiserschützensteig auf. Das ist ein leichter Klettersteig mit dabei. Natürlich die Nicke. Hallo miteinander. Ja genau, also insgesamt sind es jetzt 2000 Höhenmeter. Geplant haben wir jetzt einmal ungefähr um die 10 Stunden. Genau, und der René ist auch dabei. Hallo Dale, servus. So, wir machen das auf 2 Tage. Wir sind jetzt da beim Kaiseraufstieg. Wir gehen rein bis zum Hansberger Haus. Und von da geht man dann da rein, die Schalinger Behen, und nachher geht da der Klettersteig dann auf. Und dann geht man auf die kleine Halt und dann auf den Elmerer Halt, geht man auf die andere Seite runter. Und jetzt geht's einmal los. Genau, geplant haben wir jetzt zum Hansberger Haus 1,5 bis 2 Stunden. So, und beginnen dort der Kaiseraufstieg mit ein paar schöne Treppen zum Warmwerden. Das erste anstrengende Stück haben wir jetzt hinter uns, die Treppen. Und der erste Anstieg insgesamt bis hinten sind es dann 400 Höhenmeter. Und jetzt sind wir da. Wir haben jetzt 1:50 gebraucht ungefähr. Das sind jetzt aber recht flott gegangen. Das ist das gute Stück, das Hansbergerhaus. Und da geht es dann morgen auf durch die Wand und auf einmal auch mit. Jetzt gibt es noch was zum Essen. Guten Morgen am nächsten Tag. So, jetzt, wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt geht's los. Seid's fit? Total! Topfit! So, jetzt haben wir insgesamt 1500 Höhenmeter vor uns. 800 Höhenmeter circa bis zum Einstieg. Und ja, für das haben wir jetzt einmal 1,5 bis 2 Stunden geplant. Genau, das ist das Hansbergerhaus. Und da ist eh schon beschildert. Da geht's dann los. Ja, der Zustieg ist da über so einen kleinen Steig. Der Schienenberger. Wer steht dann ein bisschen steiler? An der Serpentinen geht's jetzt wieder hier. Erstmal schön warm. Da sieht man nochmal schön, sind den Ausgangspunkt zum Hansbergerhaus. Und wir sind jetzt so raufgegangen. Jetzt haben wir noch 200 Höhenmeter und dann sind wir beim Einstieg. Da geht's auf wieder. Jetzt sind wir bei der Abzweigung zum Kaiserschützensteig. Eben, der geht jetzt da um. Oder man könnte ja gerade gehen. Dann könnte man da rauf und nachher über die rote Rinnschalte hinten wieder rauf. Und wir dürfen jetzt da reingehen. 100 Höhenmeter sind bis zum Einstieg. Und bis daher sind wir jetzt 1:15 Minuten gegangen. Ja, da schauen sie uns zu beim Gehen. Wenn sie denken, sind das für Deppen. So, bis daher 1:20, 770 Höhenmeter. Und ja, vergesst nicht, einen Kanal zu abonnieren, dass ihr das Video liken. Schaut auch gerne im Shop vorbei. Kauft den Schüttelkopf oder Stirnbandl, würde uns freuen. Genau, wir ziehen uns jetzt da hoch. Der Steig ist nicht so schwer. BC. Gehen wir jetzt auf 3 Gipfel auf, die kleine Halt, ganz Halt und dann das Ende ist der Ümmerer Halt. Ungefähr 3 Stunden und 800 Höhenmeter haben wir jetzt mal eingeplant für den Steig. Na, schauen wir mal. So, beginnen tut es jetzt mal ganz leicht. Es ist eigentlich nur sozusagen Gehgelände. Lasst euch nicht einschwimmen, wenn es nicht einhängen. Genau, jeder muss immer selber wissen, wer er tut. Da ist das Seil relativ weit unten. Und es ist eigentlich umständlicher, wenn man sich einhängt. Deswegen machen wir jetzt einfach so ein paar Meter.
Jetzt haben wir da am Band, zur B-Stelle. Genau, wir revidieren unsere Aussage nochmal. Ganz am Anfang ist gleich die BC-Stelle. Also das ist eigentlich eines von den schwersten Stellen. Aber geht ganz gut. So eigentlich gar nicht angespickt bis daher. Ja, schön griffig. Bis jetzt ist er noch nicht so ganz los, wie das Kalkstein ist. So, wir sind jetzt schon ein Stück herum. Und da geht es jetzt halt auf. Das ist jetzt halt eine Gehpassage. Ja, da haben wir jetzt ein Stück 1AG-Gelände, das wird da trittsicher sein, aber man muss sagen, so viel loser Felsen ist nicht, das passt eigentlich eh ganz gut. Jetzt sind wir 2 Stunden 15 ungefähr unterwegs, sind jetzt oben bei der Abzweigung praktisch Uchheimer. Wir gehen jetzt um auf die Kleine halt und kommen dann wieder retour Richtung Gamsheit und Ömerer halt. So, jetzt kommen wir rein in die Sonne, die ersten Sonnenstrahlen. So, jetzt auf die letzten Meter zur Kleinen halt. Ist wieder ein bisschen seilversichert, aber macht schwierig, ist es auch nicht. Dann sind wir auf der Kahn halt. Ah, da vorne ist gerade herrlich. So, jetzt nach 2,5 Stunden sind wir herum auf der Kleinen Halt, der erste Gipfel von 3. Und ja, es ist nicht viel Klettersteig, eher alpin, viel zum Gehen und nicht so schwierig, aber wunderschön, schön griffig. Nicht viel los und das Panorama da herum ist einfach traumhaft. Da herum, die Kleine Halt, ist ein super Aussichtspunkt, wo man ins Quasertal super ausschauen kann, rund um und um. Ich meine, von der Ömer heute wird es noch mal schöner sein, aber jetzt genießen wir mal da. So, jetzt haben wir intensiv die Aussicht genossen da herum und jetzt geht es wieder weiter. Da hat man einen Ausblick, da gehen wir jetzt dann noch hin, den Tummi, dann auf die Halt, da hinten, Kopftal gerade, da unten Griffel, da unten, Stripsenjoch, traumhafte Aussicht da. So eben, da geht es jetzt den gleichen Weg wieder zurück bis zur Abzweigung, dann haben wir wieder was Neues vor uns. So, jetzt sind wir wieder rund bei der Abzweigung und jetzt geht es den Weg da rüber. So, da macht man jetzt schon noch einige Höhenmeter. Das ist dann auch ein bisschen anstrengend. Jetzt nicht mal schwierig. Fängt dann schon wieder ins Schnaufen. Da hinten haben wir einen Treffauer. Da haben wir auch ein Video gemacht, du gesagt, einen Treffauer. Ein Berg über die Südostkanten offen.
Da hinten ist der Sonnig. Da geht es jetzt noch das Stück rauf auf den Grat. Dann gehen wir links um auf die Gamshalt und dann rechts weiter zum Almererhalt. Und das ist dann unser Ziel. So, bis daher sind es 2500 Höhenmeter, 3 Stunden 40 sind wir auf dem Weg und da ist jetzt die Abzweigung zum Gamshalt oder zum Ömerer halt und ja, das Stück da hat es nämlich gescheit in sich gehabt. So, wir sind jetzt da rum auf der Gamshalt. Bis daher haben wir jetzt halt 3 Stunden 40 gebraucht und ja, es war jetzt da noch mal eine Stunde um. Das Gelände war wieder eigentlich ganz okay zum Schluss. Nur ein harter Anstieg, aber hat ganz gut gepasst. Und ja, jetzt geht es dann weiter auf die Ömerer Halt um. Ich bin nicht so viel zum Berg gekommen, als wir sie zwar. Und merkt es schon. Ja, feiner bis seine Kunde nur. Aber geht eigentlich ganz gut. Ja, 1550 Höhenmeter in 3. 3 Stunden 40 ist jetzt auch nicht ganz schlapp. So, und da haben wir nochmal eine schöne Übersicht über den Kopftal. Gerade da haben wir ein Video gemacht, das ist alpine Kletterei. Geht auf dem Almerer Halt rauf, gibt mehrere Wege da rauf. Und da auch Kopftal geht man da hoch und dann geht man da unten ums Todenkirche um, bei Strips vorbei und hinten wieder rauf durch die steinerne Rinne, durchs Almerer da und wieder hinten hoch. Haben wir auch schon ein Video gemacht, ist auch ganz toll geworden. So, da ist jetzt Endspurt. Die letzten Meter sind da wieder seilversichert. So, wir sind jetzt herum auf dem Gipfel, wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt 4 Stunden gebraucht und ja, super toller Steig. Es ist nicht viel Klettersteig, man muss jetzt nicht mods viel einhängen oder wir haben uns jetzt nicht viel eingehängt. Ja, zum Schluss wird es dann schon ziemlich anstrengend. Die 1600 Höhenmeter meicht man dann schon, aber die 3 Gipfel sind super und auf jeden Fall Empfehlung wert, oder? Ja, genau. Also die Ausdauer ist auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall gefragt und trittsicher, schwindelfrei muss man natürlich auch sein. Ja, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung auf die Hütten zum Schlafen. Das Essen ist super gut, die Wirte sind super freundlich. So spart man sich einfach an einem Tag nochmal 2 Stunden. Und für uns geht es jetzt nur bergab über den Gamsdingersteig und nachher kann man meinen Elmau wieder raus. Genau, normal ging es dann über die rote Rindschalten runter, aber wir haben das Auto hinten bei der Wochenbrunne einparkt. Da sparen wir uns dann die 2 Stunden wieder rausgehen beim Kreisaufstieg. Also mir hat es auch super gefallen, war cool. Man sieht ja, Almerer Halt ist gleich mehr los herum. Drüben haben wir eigentlich jetzt wenig Leute getroffen. Also speziell auch, wenn man sagt, man hat gerne ein bisschen seine Ruhe beim Berg gehen, war diese Empfehlung. Dann zum Schluss kommt man mehr oder weniger in die Zivilisation wieder zur Bevölkerung. So, Abstieg beginnt und da müssen sie etwas rausholen. Sehr blöd. Nicht zum Untersetzen gleich. Ja, der Abstieg da über den Gamshängersteig ist eigentlich der Normalweg rauf zu Almerer Halt. Wir werden jetzt da 2 Stunden brauchen und da kommt man dann bei der Grottenhütte und der Gaudiamushütte vorbei und bei der Wochenbrunnalm ist dann das Ende. Und da sieht man da schon Grottenhütte, Gaudiamus und da ist die Wochenbrunnalm. Da ist schon nochmal zu aufpassen, es ist extrem rutschig angespickt und viel lose Felsen. Also es kann leicht sein, dass du mir was antreten wirst und da einen Helm auflassen.
So, da sind wir jetzt bei der Abzweigung zur roten Rinnscharte. Die wird jetzt da umführen. Und dann gehen wir jetzt wieder hinten runter, zurück zum Hans-Berger-Haus. Aber wir gehen da weiter bergab. So rutschig ist dieser Wahnsinn. Haben wir eigentlich das Schwierigste hinter uns. Jetzt geht es da noch über die Schoderfeld drüber zur Gruttenhütte und dann über einen schönen Steig. Wir sind jetzt da bei der Gruttenhütte und da kann man sich dann wieder entscheiden. Geht man da links auch hier oder man kann über den Jubiläumsteig auch gehen oder da rechts über die Straßen. Aber wir gehen da links über den Steig. Der führt dann einen Wald rein und das ist dann schön schattig neu. So, jetzt sind wir da bei der Gruttenhütte. Bis daher haben wir jetzt einen Abstieg von 1 Stunde und 10 Minuten gehabt. Und ja, ungefähr 45, 50 Minuten sowas werden wir jetzt noch gehen. Wir sind jetzt hier unten bei der Wochenbrunnenalm. Wir haben jetzt 1 Stunde 40 Abstieg gehabt und ich muss sagen, wenn du da oben nachher gehst, ist auf jeden Fall eine tolle Alternative. Spaß da halt 2 Stunden und ja, muss man jetzt sich da ein Auto herstellen. Aber auf jeden Fall super tolle Tour. Es ist dann schon, geht dann schon rein in die Klinker und Knochen, aber auf jeden Fall Empfehlung wert. Und weil wir irgendwo bei einer Hütte schlafen. Also in einem Tag muss ich das jetzt auch nicht empfehlen. Ja, eben, gerade was noch wichtig ist, die Zeiten, was wir euch da angeben, sind ohne Pausen. Man würde ja wegrechnen, weil das eigentlich sonst die Zeit verfälscht. Also nicht vergessen, Pausen machen, viel trinken, speziell eben bei solchen Tagen. Ja, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, schaut beim Job vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hab wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus.